Rund 500 Demonstranten sind zum Alexanderplatz gekommen. Unter ihnen ist auch der Duisburger Lars Scheimann. Seit seiner Kindheit leidet der 39-Jährige unter dem Tourette-Syndrom. Das sind unkontrollierte, teils heftige, plötzliche Bewegungen, sogenannte Tics. Lars Scheimann ist einer der ersten Patienten, die legal Cannabisblüten aus der Apotheke bekommen. Seit 2009 ist das in Deutschland erlaubt. Also ich finde, es gibt ja verschiedene Arten so von Krankheiten. Es gibt ja Menschen, die können gar nicht selbst anbauen oder irgendwo zu jemandem hinfahren, sich das kaufen. Ich finde, man sollte da so einen Mittelweg finden, dass kranke Menschen halt ihr Medikament hauptsächlich in den Apotheken holen können. Aber letztendlich, dass hauptsächlich der Zugang zu diesem Medikament geschaffen wird. Rund 5 Gramm Cannabis verbraucht Lars Scheimann am Tag. In einen Rausch gelangt er aber nie. Die Zuteilung erfolgt über eine Apotheke. Das Motto der diesjährigen Hanfparade lautet: Cannabis ist Weltkultur. Unter den Demonstranten Althippies, Punks, junge Hip-Hopper und Ökos, natürlich auch die typischen Dreadlock-Träger, dürfen nicht fehlen. Sie alle demonstrieren für die Legalisierung der Droge. Die Passanten am Alex sind amüsiert. Ich bin, glaube ich, nicht dafür. Warum nicht? Weil es trotzdem eine Droge ist und es halt doch den Menschen verändert. Ich rauche auch ein Pfeifchen mit. Ja, dann nehme ich mir auch eine Pfeife für zu Hause mit. Der Senat treibt meines Wissens nach 100%ig 2 Destillen, wo 99,9% der Alkohol hergestellt wird. Sagt doch alles. Noch sind Anbau, Handel und der Besitz von Hanfpflanzen in Deutschland verboten. Auf der Demonstration wurde deshalb auch eine Rechtsberatung für alle die Cannabiskonsumenten angeboten, die schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Immer wieder wurde in den Reden der Vergleich mit der Alltagsdroge Alkohol gezogen. Und auf der anderen Seite ist Cannabis oder Hanf nicht nur ein Genussmittel, sondern auch vielseitig einsetzbar, zum Beispiel als Rohstoff. Und dann könnte man das in der Bauindustrie verwenden und damit zum Beispiel Häuser dämmen. Das ist klimapolitisch genau das Richtige. Für Lars Scheimann bedeutet sein Cannabiskonsum ein Stück Lebensqualität. Ich kann wieder Kaffee trinken in der normalen Cafeteria, ohne die Tasse umzuschmeißen und alle so Sachen funktionieren. Und ich komme zu meinem Sport, ich kann alles tun und alles ist gut. Aber mein Körper funktioniert, ich darf leben. Mit einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes ist in nächster Zeit allerdings nicht zu rechnen. Der Kampf der Cannabis-Befürworter wird also noch eine ganze Weile weitergehen.